Pilotin. Als Captain Kerr sagte, dass sie einen weiteren Piloten mit an Bord holt, wusste ich nicht, was ich erwarten soll. Ich fliege schon ziemlich lange. Wäre nicht das erste Mal, dass Vetternwirtschaft eine Staffel kompromittiert. Aber du bist heute gut geflogen. Die meisten Exfiltrationen von Spionen fordern wesentlich mehr Todesopfer. Wenn das Team Zweifel an deiner Eignung für die Titanstaffel hatte, hast du sie damit aus dem Weg geräumt. Machen wir uns auf den Weg. Captain Carroll wartet. Agent Thorn kannte zwar nicht die Position von Projekt Starhawk, aber ihre Informationen wiesen in die richtige Richtung. Dann machen wir weiter wie geplant. Oh, hallo. Captain, ist das der neue Pilot? Ja. Wertvolle Verstärkung für die Staffel. Nicht wahr? In der Tat. Gute Arbeit mit Agent Thorn. Du hast vorherige Leistungen um... Oh, Verzeihung. Ich bin mit deiner Akte so vertraut, dass mir entgangen ist, dass wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ich bin LT-514, Imperialer Geheimdienst. Gern werde ich deine Leistung in der kommenden Mission analysieren. Captain Carroll, sollen wir diese Besprechung fortsetzen? Die Informationen von Agent Thorn waren Gold wert. Wir wissen, dass ein Konvoi mit Ingenieuren der neuen Republik von Hosnium Prime zur geheimen Basis von Projekt Starhawk unterwegs ist. Die vorgesehene Route führt sie durch das umkämpfte Gebiet von Desevro. Laut unseren aktuellen Informationen wird der Konvoi versuchen, seine Anwesenheit in einem Trümmerfeld zu verbergen. Folgt dem Konvoi durch die Trümmer und lasst ihn in den Hyperraum entkommen. Wir werden dann alle möglichen Zielorte auf ihrer Flugbahn berechnen, um Projekt Starhawk ausfindig zu machen. Man darf euch auf keinen Fall entdecken. Wir können es uns nicht erlauben, diesen Konvoi zu verlieren. Imperiale Streitkräfte vor Ort wurden angewiesen, sich nicht einzumischen. Sobald der Konvoi das Trümmerfeld durchquert hat, wird er das System verlassen und uns den Weg zum versteckten Hauptquartier weisen. Sobald wir ihre Sprungrichtung kennen, kehrt ihr zur Overseer zurück und bereitet euch auf einen weiteren Einsatz vor. Ich habe die imperialen Behörden auf Desevro schon kontaktiert. Sie sind im Bilde. Seid ihr sicher, dass er sich nicht einmischt? Meinen Berichten zufolge ist Captain Amos sehr... angriffslustig. Seine Flotte ist stark dezimiert, nachdem er zahlreiche unnötige Kämpfe angezettelt hat. Captain Amos ist Feuer und Flamme. Und hoffentlich kein Narr. Das Imperium darf jetzt keine Kriegsressourcen verlieren. Dem kann ich so nur zustimmen, Captain. Nach deiner Leistung bei Hosnium Prime dürfte die nächste Mission einfach werden. Ja, mein Vertrauen in dich war gerechtfertigt. Sorge dafür, dass es so bleibt. Das wäre alles. Eine Mission wie diese sollte sich als leicht für uns erweisen, aber bleibt dennoch wachsam. Man weiß nie, welche Tricks die Rebellen auf Lager haben. Desevro. Oh. Ziemlich weit weg von der Zivilisation. Ich habe den Outer Rim schon seit dem Aufstand bei Kriego nicht mehr gesehen. Tja, dann bringen wir es hinter uns. Auf zu deinem Teil. Unser Captain hat persönliches Interesse an Projekt Starhawk. Sie will sich an Lyndon Javes rächen. Glaub mir, es gibt keine bessere Motivation als Verrat. Ich habe schon viel zu oft miterlebt, wie gute Piloten und Freunde zu Verrätern wurden.
Ich erlöse sie von ihrem Elend. Aber es hört niemals auf. Aiden Versio, Erica Quell, Lyndon James. Sie sind nicht nur Verräter, sondern Sicherheitsrisiken. Probleme, um die man sich nach dem Krieg kümmern muss. Wir sollten gehen. Admiral Sloans Spionagenetzwerk ist zum Glück noch intakt. Ohne Infos können wir nicht arbeiten. Die Zersplitterung des Imperiums geschah wegen Commandern, die eigene Pläne verfolgten, ohne gemeinsame Strategie. Man vergisst leicht, dass wir alle zum gleichen Imperium gehören oder gehören sollten. Die Vernichtung des Starhawks wird uns vielleicht wieder vereinen. Du bist mit Admiral Sloans Zielen vertraut, oder? Vereinen, säubern, inspirieren. Wenn wir die neue Republik zerschlagen haben, ist die Feuerprobe überstanden und wir gehen gestärkt aus ihr hervor. Auf zu Größerem. Der TIE Reaper ist ein Modell, das speziell für die Unterstützung einer Staffel entworfen wurde. Macht den Feinden das Leben schwer. Diese Ausrüstung legt feindliche Jäger mit Ionenlasern an. Ich habe außerdem Störtechnologie angebracht, damit verschwindest du vom Radar. Sowie taktische Schilde, mit denen du Verbündeten teils Schutz geben kannst. Gefecht gelockt. Und dabei wohl mehrere Zerstörer verloren. Wenigstens bleiben wir durch sein Vorgehen unentdeckt. Zusammenbleiben und Abstand halten. Der Konvoi darf nicht merken, dass wir ihn erfassen. Verstanden. Der Störer von Titan 3 wird es dem Feind schwerer machen, euch zu erfassen. Nutzt ihn weise. Nutzen wir die Trümmer als Deckung und nähern uns dem Konvoi. Aber vermeidet zu viel Schub. Es gefährdet unsere Mission, derart zu fliegen. Klug. Ganz schöner Aufwand, nur um Rebelleningenieure zu beschützen. Warum zerstören wir ihn nicht und verhindern, dass diese Schrauber jemals ihr Ziel erreichen? Geduld, Von Drake. Wir haben reichlich neue Ziele, sobald wir Projekt Starhawk ausfindig gemacht haben. Ja, Sir. Sie haben recht. Reißen wir lieber die Wurzel aus, statt nur das Wachstum zu verlangsamen. Bewege dich durch die Trümmer. Weiter so. Wenn man dich entdeckt, war diese Mission umsonst. Overseer, in Position. Langsam, Titan. Habt Geduld. Erinnert euch an das, was wir in der Schlacht von Vashar gelernt haben. Wie könnte ich das vergessen? Wir lassen sie erst dann unsere Macht spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist. Achtung! Der Sternenzerstörer Tormentor tritt in der Nähe des Trümmerfeldes aus dem Hyperraum. Oh nein, das kann nicht sein Ernst sein. Captain Amos, was hat das zu bedeuten? Ihr lasst unsere Feinde entkommen, Captain Karin. Ich werde diese Gnade nicht walten lassen. Raketen abfeuern! Wir dürfen den Konvoi nicht verlieren. Titan, schießt die Raketen der Tormentor an! Captain Amos, Sie kompromittieren eine heikle Mission. Heikel? Wir sind im Krieg. Das Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. Schnell, Titan 3, zerstöre diese Raketen. Dieser Vollidiot. Der Konvoi weiß von uns. Jetzt können wir ihren Sprung nicht mehr nachverfolgen. Dachte schon, du lässt
der Lage, ein paar Rebellenschiffe zu zerstören. All die Trümmer sind der Beweis dafür. Ich kann TIE-Jäger sehen. Zerstörte. Es sind ihre, wie ich vermute. Jeder Sieg hat seinen Preis. Guter Schuss! Konzentration! Haltet den verstreuten Konvoi auf! Titan, die Tormenta feuert eine weitere Raketensalve. Wir schalten sie aus. Wir schützen Rebellen vor imperialen Raketen. Wenn der Feind uns nun für Retter hält, kann das nicht lange schaffen. Gut geschossen. Das wird Captain Amos nicht gefallen. Zum Schutz der Shuttles einsetzen. Shuttles erreicht, also los! Erfolgreicher Ionenangriff. Shuttle wird beschossen. Thank you.
mein Schild. Gern geschehen. Das war nicht nötig. Shuttle-Team, macht euch bereit, an Bord zu gehen. Der Titan findet heraus, wohin diese Schiffe wollen. Captain Amos, sie verlieren diese Schlacht. Die Stärke des Imperiums wird sich immer durchsetzen. Erledigt die übrigen Rebellen. Enter-Mannschaft ist jetzt im Transporter. Bald gehören die Damen zu uns. Die Enter-Mannschaft ist im Transporter. Bereit halten. Bitte ziehen Sie sich zurück. Und meinen makellosen Ruf beschmutzen? Ihre Waffen sind unterlegt, Sir. Weil Sie meine Raketen abgeschossen haben. Nun gut. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, Captain Amos. Oh, dann wird der gesamte Ruhm mir gehören. Jetzt haben wir Ruhe vor den Sternenjägern. Vorerst. Overseer ist bereit, das Shuttle-Team an Bord zu holen. Titan 3, beschütze sie. Titan, die Rebellen haben eine weitere Jägerstaffel losgeschickt. Jetzt sind sie wirklich verzweifelt. Wir erledigen die Jäger. Verteidige die Shuttle 3. Gib dem Shuttle ein Schild 3. Jetzt sind sie schutzlos. Kommt jemand! Es kann weitergehen. Mir geht es gut, danke. Bin bei dir. Schütze die Shuttles mit Schild. Ausgeschaltet. Sichergestellt. Beginnen mit der Analyse. Captain, die Tormentor steht unter schwerem Beschuss. Ihre Zerstörung steht unmittelbar bevor. Dieser Narr. Titan, kehrt zur Tormentor zurück und sichert den Rückzug. Jawohl. Ruft eure Staffel zurück. Ich brauche eure Hilfe nicht. Also ziehen Sie sich zurück? Niemals. Ihr werdet den Angriff nicht überleben, Captain Amos. Gut aufpassen. Captain Carroll, die Fregatte zerbricht! Die Tormentor ist viel zu nah! Amos, Ausweichmanöver, jetzt! Was reden Sie da? Die Fregatte wird gleich explodieren! Aber ich habe gewonnen! Er ist tot. Was für eine Verschwendung. Wenigstens haben wir, was wir wollten. Für die Werft der Starhawk extrahieren können, doch der Rest der Datenbanken war leer. Der Rest wurde gelöscht, als wir gegen Captain Amos aufgeflogen sind. Wir waren nah dran. Amos hätte mit seinem Schiff untergehen sollen, dieser Idiot. Wir kennen den Sektor, was die Suche zumindest etwas eingrenzt.
Er kann sich nicht ewig verstecken. Titan, eliminiert den Konvoi. Lasst Linden wissen, dass wir kommen.